Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal eine Scheibenbremse an einem E-Klappfahrrad einstellen, denn diese Scheibenbremse ist wichtig, um eine vernünftige Verzögerung von einem E-Bike zu gewährleisten. Und bei günstigen Bikes auf dem Markt ist das noch mit einem Baudenzug gelöst. Hier seht ihr den Stück Baudenzug, hier seht ihr meinen Mückenstich. Der Baudenzug geht hier an einen Hebel dran, wo jetzt mein Finger gerade ist. Dieser Hebel bewegt sich dann in die Richtung nach vorne und dadurch wird hier drinnen dann die Backen, die Bremsbeläge an die Scheibe, die daran vorbeiläuft, gedrückt und dadurch wird verzögert. Eine Scheibenbremse, okay? Wichtig, weil dadurch viel höhere Bremswirkung als bei Kapillarbremsen oder bei Backenbremsen etc. oder V-Brakes. Deshalb auch sehr wichtig, dass eure E-Bikes es haben. Und nochmal, günstigere Modelle haben halt eine mit Scheibenbremsen bestückte Baudenzugbremse hinten und vorne. Denn vorne und hinten sollte identisch sein, die Wartung. So, wie funktioniert das? Ich bremse jetzt vorne im Hebel und ihr seht, hier bewege ich jetzt den Hebel. Okay, so, alles klar. Also der Funktionsumfang ist klar. Dann geht es darum, wie können wir die einstellen? Als allererstes natürlich der Klassiker, wir gehen an den Lenker. So, wir gehen mal an den Lenker. Hier ist der Lenker. Da ist die Bremse. Seht ihr, hinten bewegt er sich? Da hinten. Ich werde jetzt die Bremse bewegen und zack, bewegt sich hinten der Hebel. So, so funktioniert das. Und um jetzt hier zuerst sozusagen leicht einzustellen, ist es möglich, dass wir hingehen und hier am Bremshebel, da ist der Baudenzug, der hinten ankommt. Seht ihr ihn da? Und wenn wir jetzt natürlich die Länge verändern, nicht vom Baudenzug, die ist vorgegeben, sondern die Strecke, die der Baudenzug sich da drin bewegen kann, sprich, wir werden hier dran drehen und zwar nach außen, das heißt also gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir das tun und die Bremse halten, merken wir, dass beim Drehen dann langsam die Bremse, sprich der Freund, zurückkommt und dadurch können wir die einstellen, um mehr Hub zu bekommen. Sprich, die Hebelwirkung hilft uns. Wir hebeln hier dran, bewegen dadurch, ziehen den Baudenzug, haben hier eine Verlängerung des Weges. Dadurch, durch die Verlängerung, wird hinten dann früher die Verzögerung stattfinden. Wenn das aber nicht ausreicht, weil irgendwann kommt ihr hier ans Ende, das ist einfach nur ein Gewinde, eine Schraube, eine dicke, fette Mutti, die dann gekontert wird. Also wenn ihr fertig seid, ist es ganz wichtig, die große festzuhalten und die kleine einzurasten bzw. einzusetzen, damit es sich nicht zurückbewegen kann. Wenn ihr aber hier am Ende angekommen seid, sprich diese Schraube, die ich gerade bewege, ist schon ganz rausgeschraubt, dann hilft uns nur eins, dann heißt es komplett reindrehen, so, rechts rum, ist jetzt drin und ihr seht, hier ist ganz leicht, keine Bremswirkung mehr vorhanden. Dann müssen wir ran an die Buletten. Das heißt, wir müssen hinten ran. Ich laufe jetzt mal nach hinten wieder. So, da sind wir angekommen. Ne? Ja, da sind wir richtig short. Hey, ne? So, jetzt sind wir hier hinten wieder angekommen. Jetzt gehen wir ein bisschen näher dran an das Klödöns hier und sehen jetzt hier die Funktion. Ne? Da wird gezogen. Zack. Zack, dadurch wird losgeballert. Okay, dadurch wird verzögert. Das könnt ihr auch merken. Pass auf, ich drehe jetzt hier dran. Ne, merkt ihr? Jetzt ist fest, jetzt ist locker. Fest, locker. Das heißt, wir wissen schon mal, wie die Funktion hier ist. Sinnvoll ist jetzt, wenn ihr das noch nicht vorher gemacht habt, euch zu markieren auf dem Baudenzug, wo es stand. So, mache ich einfach schwarze Markierung drauf. Denn wenn ihr später zum Beispiel die Bremse neu macht, nicht die ganze Bremse, sondern die Beläge da drinnen neu macht, dann solltet ihr es wieder in die Nullstellung zurückbringen, wo es jetzt auch war. Sprich, beim ersten Auslieferungs wird das nämlich eingestellt auf die Länge. Dann könnt ihr das einfacher wiederfinden. Ist natürlich nicht Pflicht.
So, dann benutzen wir ein oft gewährtes Größe, ist die 5er. Ist der 5er Freund hier im Start. Na, das ist hier einfach ein Schlüssel. Jetzt halten wir hier fest und lösen diese Schraube mal auf. So, einfach ein bisschen auflösen. Und jetzt seht ihr schon, was geschieht. Ich kann diesen Hebel bewegen. Okay, na, ihr seht das. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt können wir das so einstellen, dass wir hier sind und wenn dann der Bauenzug zieht, dass er das dann früher heranzieht. Das heißt, wir checken jetzt erstmal, wann schleift sie nicht mehr. Merkt ihr, hier schleift sie, hier bremst sie. So, und jetzt schauen wir uns an. Das könnt ihr auch so ausfinden, indem ihr es veröftet. Öfters ausbildet. Wichtig ist, dass ihr hier hinguckt und dieses Teil muss drinne sein. Ne, hier, dieses Einstellrädchen. Hier können wir nämlich auch nochmal einstellmäßig ein bisschen schrauben und verlängern oder verkürzen den Beweg. Ne, das kann man auch hier nochmal schraubend einstellen. Also es gibt zwei Einstellmöglichkeiten, einmal vorne und einmal hier. Und wichtig ist, dass hier dieser, den ich jetzt gerade rausgezogen habe, dass der drinne in der Hülse ist. Ansonsten habt ihr einen verfälschten Wert. Gut, und jetzt stellen wir sie erstmal so ein, dass wir die Markierung erstmal auf die andere Seite bringen. So, zack, andere Seite erreicht. Jetzt ziehe ich es fest. Jetzt habe ich hier die Markierung rechts. Jetzt ziehe ich fest. So, damit haben wir jetzt den Hebel schon mal etwas nach vorne gebracht. Und nun werde ich einmal den Hebel ziehen vorne. Jetzt habe ich gezogen. So, oh, das ist schon gut. Jetzt seht ihr hier, Verzögerung tritt ein, zack, verzögert, funktioniert. So, und jetzt, wir haben immer noch Spiel, wie ihr seht, ich ziehe mal vorne, zack. Wir haben immer hier noch Spiel, also wir können, wenn die Brems, woher kommt es überhaupt? Die Bremsbeläge arbeiten sich natürlich ab. Die sind dafür da zum Verschleiß. Und wenn die kleiner werden, wird es natürlich hier, müssen wir natürlich einen größeren Weg vollziehen, bis das noch immer bremst. Und deshalb müssen wir das nachstellen. Bei günstigen Fahrrädern, wie hier bei E-Bikes, ist das halt so, dass es dort keine automatische Nachstellung gibt, sondern das machen wir manuell. Aber ist jetzt auch nicht so super schlimm, denn ihr seht, das ist ja recht schnell gemacht. So, das heißt, wir haben das jetzt so eingestellt, dass wir hier einen guten Bremsweg haben, dass wir hier vernünftig anpacken können und eine Bremse dann setzen können. Ne, so. Das ist eigentlich schon erledigt, wenn ihr dann den Wert übernehmen wollt. Bei mir ist es jetzt so, hier ist die Markierung war ja vorher hier. Ich habe das jetzt eine Schraubendicke weiter zurückgesetzt, also sprich den Hebel habe ich ein Stückchen Richtung Bauenzug geholt. Das heißt also, dieses Stück, diese Fingerbreit haben wir jetzt an Weg eingespart. Und jetzt können wir das hier festdrehen, damit einmal festgedreht wird, müssen wir hier gegen kontern. Und zack, das festdrücken. Jetzt halten wir nämlich unseren Bauenzug hier fest und können dann nochmal in die Probebremsung gehen. So, dafür mache ich jetzt mal hier hoch. So, das müsst ihr jetzt sehen hier. Jetzt gehe ich hier vorne hin, ne, darauf achten. Jetzt halte ich das und merke hier, gut, Bremswirkung ist da. Das sollte so reichen. Wenn das nicht reicht, einfach noch ein Stückchen diesen Bereich nach vorne bewegen und dann hält das schon. Und dann später, wenn dann hier wieder die Bäckchen abgenutzt sind, ein Stückchen weiter abgenutzt sind, können wir erst vorne am Lenker drehen oder hier drehen, um dann dort die Veränderung des Weges des Bauenzugs zu aktivieren und dadurch eine Bremsanpassung zu setzen. Und dann im letzten Spiel können wir hier immer noch ein Stückchen dran gehen, denn ihr seht, ich habe ja, wie ich gerade schon sagte, ich habe ja hier noch Platz, da habe ich noch Platz. Ne? Da können wir immer noch was weiter nach vorne. Natürlich ist das nicht unendlich machbar, denn irgendwann sind eure Bremsbeläge, die sich hier im Bremszylinder oder am Bremszylinder selber befinden, aufgebraucht. Und ihr solltet natürlich nicht zu lange warten. Da gibt es Abschleifmarkierungen. Oder, meine Güte, wenn sie anfängt, wirklich Funken zu sprühen, solltet ihr spätestens mit dem Wechsel der besagten Bremsbacken dort mal durchführen. Aber dieses Fahrrad hier ist jetzt ungefähr ein Jahr unterwegs und hat, ich guck mal kurz, wie viele Kilometer wir gefahren sind, und ist fast 1000 Kilometer gefahren. Das heißt, also ihr seht, bei 1000 Kilometern habe ich jetzt eine Zurückstellung
von einem Fingerbreit gemacht und damit können wir erstmal nochmal weiterfahren und müssen nicht direkt die Beläge wechseln. So kann man sie nämlich einstellen. Das ist also eine Bremsanlage von einem E-Bike, von einem Club-E-Bike mit Baudenzug, nicht mit Hydraulik. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.